Also auf Sitcom, auf Sitcom. Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baumeister vom Tag. Heute habe ich wieder zwei besonders nette Gäste eingeladen. Und zwar auf meiner rechten den Matti und auf meiner linken den Manni. Fange jetzt mal rechts wieder an. Matti, hast du schon was mit der Baustelle zu tun gehabt? Ja, habe ich. Aber ich habe einmal, das ist schon zwei oder drei Jahre her, ja? Als Praktikum einen Monat lang auf einer Baustelle. Aber wie? Bei Rudolf Denk GmbH. Okay, dann möchte ich gerne nochmal nachfragen, was hast du so genau gemacht? Das weiß ich. Also, das ist halt. Zu Hilfsarbeit oder? Ich, also, außer Sonnenbrand habe ich halt nichts mitgenommen. Nein, ich habe flambiert. Okay. Durchbrüche ausgemauert, weiß ich, wie man das nennt. Okay, na, du bist eh schon. Mit Beton habe ich auch gemischt. Also. Okay. Aber ich habe super. Kein Fachvokabular zu irgendwas. Also, glaubst du, können sich die Leute bei dir melden, wenn sie irgendwas zu pushen haben? Oder? Oder eher nicht? Eher nicht. Okay, dann passt. Cool. Na, Mari, und? Hast du schon mal was mit der Baustelle zu tun? Ja, ich war in HTL und arbeite okay. bei der Bohr. Ja, super. Also, da haben wir einen Experten sitzen. Okay. Wobei ich muss dazu sagen, ich habe geschaut, dass ich die Fragen so mache, dass es halbwegs ausgeglichen ist, weil sicher, es in HTL war, hat man ein bisschen Grundwissen. Aber ja, also, die Fragen sollten ausgeglichen sein. Aber schauen wir mal. Passt. Regeln gleich auch nochmal kurz. Also, drei Fragen und drei Antwortmöglichkeiten. Und ihr sagt seinen Namen raus. Oder klopft ganz wild, dann könnt ihr antworten. Passt. Dann die Frage Nummer 1. Was wird auf der Baustelle als Gorsachsen bezeichnet? Antwortmöglichkeit Nummer 1. Wenn der LKW-Chauffeur mit zu hoher Geschwindigkeit auf die Baustelle fährt. Antwortmöglichkeit Nummer 2. Ein großes Brecheisen. Oder Antwortmöglichkeit Nummer 3. Eine Tischkreissäge. Manu. Ja? Antwort C. C? Ja. Eine Tischkreissäge? Nein, das ist falsch. Also Gorsachsen. Ich lese mal vor, Matti. Ja. Antwortmöglichkeit Nummer 1. Wenn der LKW-Chauffeur mit zu hoher Geschwindigkeit auf die Baustelle fährt. Okay. Oder Antwortmöglichkeit Nummer 2. Ein großes Brecheisen. Ja, komm, 2. 2? Ein großes Brecheisen? Ja. Das ist richtig, ja. Das ist so ein großes Brecheisen an Gorsachsen. Also 1-0 für Matti. Super geantwortet. Und jetzt gehen wir gleich weiter zu Frage Nummer 2. Und zwar. Ein bisschen mehr in die Technik hinein. Und zwar, was unterscheidet die neue österreichische Tunnelbaumethode von allen anderen Tunnelbaumethoden? Also Österreich ist Vorreiter im Tunnelbau, weil wir natürlich so viel Gebirge haben in Österreich. Und da gibt es die neue österreichische Tunnelbaumethode. Was unterscheidet die von den anderen Tunnelbaumethoden? Antwortmöglichkeit Nummer 1. Bei dieser Methode wird das Gebirge als Tragelement herangezogen. Antwortmöglichkeit Nummer 2. Bei der Methode werden nur in Österreich hergestellte Baumaschinen verwendet. Oder Antwortmöglichkeit Nummer 3, es wird jedes Monat ein Fest gemacht, wo alle Arbeiter zum Essen eingeladen werden. A. Matti? A. Bei dieser Methode wird das Gebirge als Tragelement angezogen. Ja. Das ist richtig, sehr stark. Bist du neu? Die Pusher richten es wieder. Ja, also Matti ist unser neuer Baumeister vom Tag. Danke, dass du mitgemacht hast. Drei, ja, aber jetzt zwei gewinnst von drei. Okay, da wird noch die gewisse Chance. Aber danke, dass ihr mitgemacht habt und ich hoffe, wir sehen uns in zwei Wochen wieder bei einer neuen Folge. Tschüss, Baba.